Der soll ja im Atrium im Forum Wissen hängen. Und das ist der Grund, warum ich den zusammenbaue. Mehr als 20 Jahre war der Wal die Attraktion im Zoologischen Museum der Uni Göttingen. Dann wurde das Gebäude saniert. Carsten Wortmann baute seinen Wal ab, reinigte die Knochen und macht sie jetzt fit für den Wiedereinzug. Wir fangen heute mit dieser Rippe an. Die hat die Nummer L5 bekommen. Das heißt, das ist die fünfte Rippe auf der linken Seite. Und 4, 3, 2, 1, die kommen später, die haben wir jetzt noch nicht dran. Und das geht dann hier hinten weiter. Der Präparator und sein Team montieren den Brustkorb. Aber noch sitzen die Rippen nicht so, wie sie eigentlich sollen. Was sagst du da hinten? Die Spitze muss ein bisschen weiter rein. Ja. Ich hätte gesagt, die Höhe muss auch noch ein bisschen nach oben. Denn das passt noch von hier. Ja, das passt. Ja. Ja? Von hier aus ist abgesehen. Die Spitzen müssen sich aber wieder unten verengen. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen, ne? Ja. Kann noch einer von der Seite gucken? Ja. 123 Knochen insgesamt, eigentlich überschaubar. Dennoch stand Carsten Wortmann damals, als der Wal 1998 nach Göttingen kam, vor einem enormen Knochenberg. Und als ich angefangen habe, stand nur der Schädel hier auf seinem Dreibein und die Rippen waren hier noch ausführlicher, als es hier zu sehen ist, ausgelegt und auch die ganzen Wirbel standen da im Raum verteilt. Und das war nicht ein 1000-Teile-Puzzle, weil das sind ja gar nicht 1000 Knochen. Aber es war schon eine ganze Menge und es war natürlich überwältigend, weil das ist auch im demontierten Zustand in gewissem Sinne auch raumfüllend. Das war dann schon auch so eine Sache, wenn man noch nie in seinem Leben vorher ein Skelett montiert hat und steht dann vor seinem großen Teil, dann überlegt man sich schon, was hast du dir da eigentlich eingebrockt? Ganz genau schaut er sich deshalb die Anatomie an. Denn er möchte wissen, an welchen Stellen die Wirbelsäule gebogen ist, wie dick die Bandscheiben sind oder warum der Beckenknochen so verschwindend klein ist. Das zeigt ganz schön, wie wir den Wal damals zusammengebaut haben, weil man nämlich hier diese Gewindestange sieht, die hier oben noch so rausgucken. Die haben wir natürlich dann später abgeschnitten. Und die Art und Weise, wie wir das damals zusammengebaut haben, das bereitet uns heute Probleme. Denn die Stangen haben Löcher hinterlassen. Die ohnehin mürben Knochen des Wals sind dadurch noch poröser. Deshalb bauen sie das Ganze nun so, dass kein Knochen sich selber tragen muss. Ich sage immer, eigentlich hängen wir gar kein Pottwalskelett auf, sondern wir hängen ein Stahlgestell auf, welches Pottwalknochen festhält. Und wir wollen das ja so zusammensetzen, dass nichts runterfällt. Das wäre misslich. Keine leichte Aufgabe. Immerhin ist der Wal 15 Meter lang. Allein der Schädel wiegt 500 Kilo. Auf der einen Seite versuchen, anatomisch korrekt zu sein und auf der anderen Seite einen schönen Brustkorb zu bauen. Und das ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn es auch noch gut aussehen soll. Ich glaube, wir haben die Rippen dreimal angesetzt und wieder abgebaut und dann wieder dran gesetzt. Die linke Rippe ist nicht exakt spiegelverkehrt zu der rechten. Die haben alle Unterschiede, die sind unterschiedlich geformt und man kann das nicht exakt mathematisch ausrichten. Man muss das auch nach Gefühl machen.